Meine Pflichten sind bei meiner Familie. Aber ich bin nur loyal zu mir selber. Also bin ich ein Riesenarschloch. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Let's Play. Und zwar spiele ich No Rogue Legacy. Ja, ein Roguelike-Spiel. Und zwar ein sehr tolles, wenn ich das dazu sagen darf. Wir spielen jetzt erst einmal hier diesen Ritter. Wobei wir nicht wissen, wer wir sind, was wir hier überhaupt suchen. Ja. Ich dachte mir, ich schiebe dieses kleine Let's Play mal so hier rein auf meinen Kanal. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen werde. Vielleicht werde ich es einfach zwischen meinen Twine 1 und 2 Let's Play schieben oder es abwechselnd mit Twine 2 machen oder zuerst oder erst Twine 2 und dann das hier. Let's Play werde ich ja sehen. Auf jeden Fall, dies hier ist ein Roguelike-Action-Spiel. Also ein Roguelike-Plattformer, besser gesagt. Und für die, die nicht wissen, was ein Roguelike-Spiel ist. In einem Roguelike-Spiel ist es so, wenn wir sterben, sind wir tot. Ja, also da sind wir endgültig tot. Es gibt kein Speichern und Neuladen. Alles, was wir uns erspielt haben, ist eigentlich so gesehen futsch. Und das zweite Besondere beim Roguelike ist, immer wenn wir gestorben sind, verändert sich das Gebiet. Ja, das klingt jetzt alles ein bisschen vage, was ich gerade hier erzählt habe, aber das werdet ihr ja nachher sehen. Okay, erst einmal, wir können zuhauen, wir können springen und der hat uns gerade durch Schaden gemacht, der graue Ritter. Ja, das hier ist auch der Einführung. Ich glaube kaum, dass man uns hier schon töten kann, sobald wir keinen Health-Balken oder sowas haben. Ja. Hier können wir runter und das ganze Mobiliar zerschlagen. Also denke ich mal, dass wir der Gerichtsvollzieher sind, der dem armen Burgherrn alles wegnimmt. So, diese Plattform können wir aktivieren, indem wir einfach springen, nach unten drücken und angreifen. Und dann machen wir so eine Runterattacke, die ein bisschen fragwürdig aussieht. Das Schwert allgemein sieht fragwürdig aus, so groß wie das ist. Und ja, kämpfen wir uns erstmal durch den Block. Sammeln trotzdem alles auf, auch wenn es nichts bringt. Und kommen hier in diesen Saal. Hier sieht man Ritter, den Heiligen Gral und Monster, die darum kämpfen. Und da ist der König, den wir töten müssen. Und damit starten wir direkt in den Titelbildschirm von Rogue Legacy. Ja, mit Enter können wir unsere Legacy starten und sind schon am Anfang des Spiels. So, da steht Tomb Manor. Wenn wir da entlang gehen, kommen wir zu unserem eigenen Schloss. Oder das, was mal unser Schloss werden soll. Wie man sieht, für 50 Goldmünzen können wir uns den Schmied kaufen. Da wir noch keine Goldmünzen haben, lassen wir erstmal unseren Zaun hier am Trainingsdummy aus. Der da oben über seiner Helfbar um Gnade pinselt und uns beleidigt, ey. Ja, genau. So. Und dann gehen wir mal ab ins Schloss rein. So, in den Anfangsraum. Hier sieht man schon mal eine große böse goldene Tür. Für die ist, erkläre ich euch später, und daneben die Map. Ja. Tab rufen wir die Map auf. Bis jetzt haben wir nur einen Raum. Das Ganze ist ein bisschen so Metroidvania-mäßig gehalten. Aber man sieht schon, es gibt vier Bereiche. Das Schloss, in dem wir uns befinden, was einen so einen Punkt hat. Dann den Wald, da rechts daneben, der hat zwei Punkte. Den Turm mit drei und den Dungeon mit vier. Das ist wahrscheinlich so die Schwierigkeit. Also das erste, was Gebiet, ist das Schloss selber. Und hier haben wir den ersten Tagebucheintrag. Nummer 1. Verrat. Ein Meuchelmörder hat meinen Vater, den König, verwundet. Um die Ordnung ins Königreich zurückzubringen, hat er meine Geschwister und mich auf eine Mission geschickt, ihn zu retten. Zusammen reisten wir zu den verfluchten Wäldern und haben Schloss Hemsen betreten. Dieses verfluchte Schloss steht am Rande des Waldes schon seit
seit Anbeginn der, des Zurückdenkens, ja, komisches Deutsch. Aber Gerüchte sagen, dass in dass sich darin ein Gegenstand befindet, der jedes Gebrechen heilen kann. Heute Nacht beginnt heute Nacht starte ich spontan, während meine Brüder und Schwester noch schlafen, nur so fasse ich das mal zusammen. Und setze mein setze die Aufgabe alleine fort. Diese Aufgabe zu ihm zu schlagen wäre eine Beleidigung für meinen Namen und eine Schande für meinen Namen. Und ja, jetzt geht es mit dem eigentlichen Schloss los. Jetzt können wir auch Schaden nehmen und sterben. So. Und ja. Da sind schon mal Augen, die durch die Wände schießen können. Was ich gar nicht mag. Und gemeine Bilder. Komm. Ist doch hier. Nächste Bild. Ja. Ich will jetzt nicht, noch nicht gleich sterben nach ein paar Minuten. Das wäre. Aua. Und dann bin ich gestorben. Und ja, da sieht man die Zusammenfassung, was ich getötet habe, von was ich getötet wurde. Gut. Jetzt können wir einen Erben auswählen. Also wir sind gestorben. Sully. Und jetzt können wir einen Erben aussuchen. Und zwar haben wir die Wahl zwischen einem Mage und noch einem Mage. Und das Tolle an dem Spiel ist, jeder Erbe hat so seine eigenen Traits. Also ihr hier zum Beispiel, er ist Endomorph, das heißt Gegner können die nicht zurückwerfen. Und er ist ein Zwerg. Außerdem stehen darunter seine Fähigkeiten. Also er kann Äxte werfen, er kann Messer werfen, er ist auch Endomorph. Und er hier kann Chakrams werfen. Ja, und der Vorteil von Mages ist, jeder Tod gibt Mana zurück, also immer wenn er einen Gegner tötet. Oh, ich würde mal sagen, er hat EDS, er ist sehr flexibel. Dann nehmen wir doch mal ihn hier. Jupp. So, jetzt kann ich den Schmied freischalten und bam. Da ist schon mal das erste Teil unseres Schlosses. So. Und der Schmied steht hier. Hier im Außenbereich können wir üben, weil hier unser Mann und unser Life nicht runtergehen. Ich könnte jetzt mit dem Schmied reden, aber das bringt nichts so wirklich. Reden wir lieber mit ihm hier. Der aussieht wieder tot, aber er ist Sharon, der Fährmann. Und er will, dass wir unser ganzes Gold abgeben. Gut, wir haben nichts. Um ins Schloss wieder rein zu dürfen. Und dürfen uns erneut hier durchschlagen. Und wir haben überhaupt keine Kraft. Deswegen müssen wir öfter Mana verschwenden. Was aber nicht das Problem zu sein scheint, mit jedem Kill kriegen wir 6 Mana wieder. Schwächere Gegner, wie es zum Beispiel die Feuerfallschießer, können wir mit dem Schwert töten. Stärkere Gegner sollten wir dann halt mit unseren Chakrams töten. Und die beiden Jungs hier. Aua. Wow, wir sind fast tot mit einem Treffer. Aber okay, die sind auch ein bisschen stärker. So, das hier ist so ein Spezialraum. Da steht, ja, ich hab's gerade schon vermasselt. Um an die Truhe zu kommen, dürfen wir nicht springen. Da wir jetzt gesprungen sind. So. Gesprungen sind, haben wir es halt vermasselt. Aber das ist egal. Da wären wir eh nicht lang gekommen mit dem Life, was wir doch haben. So. Und tot schon wieder. Ja, ich mach das jetzt noch ein paar Mal. Das ist nämlich gerade der Anfang, deswegen. Okay, jetzt haben wir wieder 2 Mages, die will ich aber nicht. Ich nehme diesmal den Knave.
den Hau drauf. Der ist nicht wirklich gut bei Wasser, hat er so wenig Life und macht nicht so viel Schaden. Aber er hat halt eine sehr hohe Crit-Chance und so einen hohen Crit-Schaden. Und der hier kann ich in 3D sehen. Aber er kann sich dafür schneller bewegen. Also nehmen wir ihn mal. Mit dem Geld, was wir haben, holen wir uns mehr Health. Mehr Lebenspunkte. Den Rest müssen wir leider Sharon abdrücken. Aber das ist halb so wild. So. Uah. Das ist der korrupte Ritter. Der ist gefährlich, vor allem weil er auf den Stachelfallen steht. So. Das Skelett haben wir ausgeschalten. Jetzt muss hier lang laufen und wieder zurück, um das Gold aus der Truhe zu bringen. Den können wir von hier unten aus platt machen. Und dann wollen wir hier oben das mal von diesem Aua zweimal treffen lassen. Noch einmal wurde tot. Ja. Uah. Das war knapp. Ah, Hilfe. Okay, das war definitiv der gegen die Hose. Ja, ich kann das eigentlich normalerweise besser garantiert. Okay, wir haben die Wahl zwischen einem und, oh, der Barbar klingt nicht schlecht. Er hat einmal ein fotografisches Gedächtnis, aber er ist halt Stereo-Blind, deswegen nehmen wir ihn nochmal. Oh, aber wir haben immerhin 200 Gold gemacht. Deswegen gibt es nochmal einen Lebenspunkte-Bonus und wir haben den Ritter abgegradet zu einem Paladin. Der kann jetzt mit seinem Schild blocken. Also wenn wir eine Klasse upgraden, kriegt sie eine Spezialfähigkeit. So, wieder Sharon 30 Gold geben. Und ja, man hat es ja mittlerweile gesehen, die Burg wird jedes Mal neu generiert, wenn wir eben sie betreten. Aber der Barbar hat den Vorteil, er hat viel Lebenspunkte. Au. Kommst du her? So. Deswegen, ich sag, können wir mit ihm halt länger durchhalten als mit den anderen Klassen, vor allem mit Nave und dem Mage. Der Mage steht ja wirklich nichts aus. So, und oben auf der Karte sieht man schon, wie das fotografische Gedächtnis zum Tragen kommt. Man sieht Gegner im Raum. Und die Eismagier sind lästig mit ihrem Eiszauber. Aua. Und wenn sie einen Rahmen sind, sie genauso lästig. Haha. So. Den Raum wird verkauft. Dann gehen wir erstmal den Raum vollständig säubern. Die grauen Ritter sind nämlich nicht eigentlich so stark. Vorausgesetzt, man macht es richtig. Aua. Okay, da bin ich schon wieder gestorben. Okay, wen können wir jetzt nehmen? Ein Knave, ein Mage. Ah, nehmen wir mal den Paladin. Er hat Hypochondria und EDS. Also er ist sehr flexibel. Was Hypochondria macht, das werden wir gleich sehen. Erstmal, jetzt gebe ich mal nichts hier rein, sondern gehe zum Schmied. So. Ja, der erzählt uns jetzt, dass wir bei ihm Waffen kaufen können, bessere, wenn wir ihm Blaupausen bringen. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal übersprungen. So, also das erste, was wir brauchen, ist ein besseres Schwert, das Knappenschwert. Jetzt machen wir schon mal mehr Schaden. Den knappen Helm können wir uns noch nicht leisten und ihr seht schon, bei den meisten Sachen stehen Fragezeichen, also viel können wir uns, haben wir jetzt am Anfang noch nicht bei ihm, was wir kaufen können. Wir haben aber noch 100 Gold, mal sehen, ob wir damit noch was anfangen können.
Jo, steigern wir das unsere Tragkraft, weil je besser das Equipment, desto schwerer ist es. Das heißt, wir können uns nicht einfach die ganz guten Sachen kaufen, wir müssen uns erst einmal die Traglast erhöhen. So, ich würde sagen, den Run mache ich jetzt noch. Und dann machen wir mal Schluss für die erste Aufnahme. Ja, und bei Skeletten. Ah, ihr seid alle so. Ja. Ja, man merkt schon, das neue Schwert macht sich bezahlt. Viele Gegner kann ich jetzt mit weniger Schlägen töten. Ja. 60 Gold. Ist nicht viel. Aber besser als nichts. Und da ist schon wieder so ein böses Bild. So. Tische und Stühle zu hauen und Kronleuchter. Oh, der Karneval. Gucken wir mal. Das hier ist ein kleines Glücksspiel und zwar müssen wir jetzt hier Äxte werfen. Und wenn wir weniger als 10 Ziele stehen lassen, kriegen wir sogar noch eine besondere Belohnung. Aber das war nichts. Oh, 27 stehen gelassen. Na gut, wir haben wenigstens 360 Gold gekriegt, was einiges ist. Wenn ich sich überlege, was ich bis jetzt in den letzten Runs so zusammengekriegt habe. So, hier geht. Gut. So. Über die bösen Stachelkugeln rüberspringen. Die können wir nämlich leider nicht kaputt haben. Ah, der korrupte Ritter will uns wieder mit seinen komischen Schallwellen ermorden. Das finde ich aber nicht so toll. Das ist ein Flamelock. Die je nachdem wie sie stehen durch Wände schießen können. So. Und das hier ist ein... Nein, das ist kein... Hier oben ist nämlich ein Secret. Und da haben wir die erste Rune, eine Ventilation Rune für die Chestplate. Was die macht? Keine Ahnung. Das werden wir nachher sehen, sobald ich Runen einbauen kann. Ja, jetzt erst einmal hier hoch, gucken was es hier gibt. Die Juice Box, die bringt überhaupt nichts. Und zwar könnten wir hier jetzt die Musik ändern. Den Pistol Shrimp. Aber sobald wir eben den Raum verlassen mit der Jukebox, kommt die normale Musik wieder. Oh. Aber hier hinten ist eine Truhe mit. Oh, schön viel Geld. So. Dann gehen wir mal wieder zurück. Hier oben können wir lang mal sehen, was gibt's hier. Ja. Böses Auge, Frost Mage. Die Flame Locks sind eigentlich harmloser als die Frost Mages. Weil die nur drei Bälle verschießen, Feuerbälle verschießen in drei verschiedene Richtungen. Bist du das böse Bossbild? Nein, du bist Band of Beers. Entwicklungszeit 4 Monate. Release-Datum August 6. 2009. Ah, das ist eins von den anderen Spielen der von den Entwicklern von World Legacy. Ihr zweites Spiel für den 2009er Rebuild Play Contest. Und sie haben zu spät mit der Entwicklung angefangen und mussten ziemlich viel aufholen. Und durch den Erfolg von diesem Spiel haben sie dann eben halt ihr Entwicklerstudio aufgemacht. Und ja, das sind eigentlich nur Hintergrundinformationen. Ja, ja. Entschuldigung, wenn ich euch die vorenthalte.
Aber wir werden das garantiert nochmal während des Let's Plays sehen. Und dann nehme ich mir mal die Zeit. Und der gerade eben hat mal gesehen, wenn ich getroffen werde, dann kommt da eine überdimensionale Schadenszahl dabei raus. So, noch mehr Gold. Oh, wir sind schon über 1000. Das ist diesmal ein guter One. Und auch ein ziemlich langer. Mal sehen, wie lange ich noch durchhalten werde. Oh, wieder der Ritter. Und graue Ritter. Hier ein riesen Schwert. Bist du ein böses Bild? Nein, bist du nicht. Noch korrupter Ritter. Und man merkt wirklich, dass sich das Schwert rentiert hat. Ich mache viel mehr Schaden. Ach ja, und mit der A-Taste kann ich meinen Block verwenden. So kann ich Mana benutzen, um Schaden abzuwehren. Kann ich vielleicht ja mal zeigen, wie nächste. So, jo. Aua, genau. Ich stand zwar in der falschen Richtung, aber ich habe den Schaden abgewehrt. Und das hat mich 25 Mana gekostet. Ich kann also mit meinem kompletten Mana-Pool viermal blocken, bevor mir das Mana ausgeht. Oh, und da oben ist ein Teleporter. Teleporter bedeuten immer, dass hier das eine Gebiet zu Ende ist und das nächste anfängt. Und zwar fängt hier der Maya an, also der Turm. Da wollte ich aber nicht hin. Ich porte mich jetzt mal zurück an den Anfang, weil da ist da noch Wege, bei denen wir weiter können. Journaleinträge habe ich noch keinen neuen gefunden. Gehen wir mal hier runter. Ja. Lass die Guardbox ausschalten und dann die Kontrolle Ritter. Aua. Auf die Guardboxen kann man stehen. Oh, take no damage. Aua. Das war's dann mit dem Moment. Gut. Dann hoffe ich mal, dass ihr mir weiter zuseht, wie ich sterbe. Hoffentlich weniger, nicht mehr so oft pro Folge wie jetzt gerade eben am Anfang. Es ist ein bisschen schwierig, sich daran zu gewöhnen, bei dem Spiel zu spielen und zu kommentieren, aber es geht langsam. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal.